Wir zeigen Ihnen heute in unserer Versuchsbackstube, wie Sie zu Hause ganz einfach eine Prinzregententorte mit Ihren einzelnen Böden backen. Mit dem Dobber-Streichring vom Hobbybäcker-Versand geht das kinderleicht. Ansonsten brauchen Sie die üblichen Küchengeräte zum Kuchenbacken. Stellen Sie zunächst einen Rouladenteig her. Am besten mit dem Hobbyroll vom Hobbybäcker-Versand. In einem Arbeitsgang erhalten Sie damit einen lockeren, weichen und gut streichfähigen Rouladenteig. Bereiten Sie außerdem 8 Blatt Backpapier von der Rolle in einer Größe von ca. 30 x 40 cm vor. Das gibt es in dieser Größe übrigens schon fertig bei Hobbybäcker. Sprühen Sie das Backblech vorher mit Formenspray ein, dann hält das Backpapier besser am Blech. Ist der Teig fertig, kommt der Dobberschring zum Einsatz. Stellen Sie ihn auf das erste Backpapierblatt und geben Sie einen Teigschaber voll Rouladenteig in die Mitte des Rings. Verstreichen Sie nun den Rouladenteig gleichmäßig. Am besten gelingt dies mit einer Winkelpalette. Damit erhalten Sie eine glatte, homogene Oberfläche. Der Dobberschring fungiert dabei wie eine Führungsschiene, auf der die Palette locker aufliegt und dadurch im einheitlichen Abstand über den Rouladenteig gelenkt wird. Der Rouladenteig ist vom Rand bis zur Mitte gleich hoch und kann dadurch gleichmäßig backen. Ist die Masse ausgestrichen, heben Sie den Ring mit einem Ruck ab. Geben Sie die dünne Teigschicht in den Backofen. Bei 220 bis 230 Grad mit Ober- und Unterhitze dauert es auf der mittleren Schiene ca. 5 bis 6 Minuten, bis der Rouladenteig fertig ist. Mit dem restlichen Rouladenteig verfahren Sie nach demselben Muster. So schnell und unkompliziert backen Sie dünne Dobberspöden für Schichttorten. Die fertigen Dobberspöden können Sie nach dem Backen wie bei der Prinzregententorte mit Buttercreme oder nach eigenen Rezepten füllen. Unser Profi-Tipp? Legen Sie auf einen Teil der aufgestrichenen Böden vor dem Backen Sauerkirschen oder Mandarinen auf. So entstehen saftige Tortenböden, die nach kurzer Auskühlzeit zu leckeren Torten verarbeitet werden können.